نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم Nochmal, assalamu alaikum wa rahmatullah, ihr lieben, wertvollen Menschen, die sich an einem freien Tag irgendwohin begeben, um Allahs zu gedenken, um etwas über Allah zu lernen, über den Din etwas zu lernen. Für mich ist das etwas sehr, sehr Wertvolles. So wertvoll, dass ich sogar sagen würde, es ist mit nichts anderem auf dieser Welt zu vergleichen. Auf Allahs Weg auszuziehen, um Allahs zu gedenken, um seinen Namen zu erwähnen, um über den Din zu lernen, um seinen Iman zu stärken. Sagen wir mal, Mashallah, wir wissen alle schon, Basics. Ist keiner, denke ich mal, hier, der noch nie was von Koran oder Sunna oder von Allahs Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gehört hat. Wir sind jetzt keine unbeschriebenen Blätterleins, ja, die hier rumschweben. Okay, wir wissen schon. Aber mit dem Iman ist das so eine Sache. Ja, mit dem Iman ist das so eine Sache. Subhanallah, du musst an dem Iman festhalten. Und manchmal kommen solche Zeiten auf, dass du am Iman festhalten musst, wie mit den Zähnen an einem Baum festzuklammern. Ist das nicht so? Spüren wir das nicht alle manchmal, als ob der Iman etwas wäre, was, wenn du kurz mal wegguckst, wie kennt ihr diese schwierigen Kinder? Ich hoffe, also, ne, man hat ja manchmal nette Kinder, manchmal ein Kind ist richtig schwierig, ja? Und du lässt es eine Sekunde los und das rennt direkt in irgendeine Richtung, in so einem vollen Betrieb. Und du findest das nicht mehr. Gibt ja manchmal so schnuckelige kleine Bubbelchen, ne, die nicht hören wollen. Subhanallah, der Koran, das Wissen. Wir haben uns auf Sitzungen getroffen. Viele Schwestern haben 5 Jahre, 6 Jahre gelernt, 7 Jahre gelernt, halben Koran auswendig gelernt, Juz Amma auswendig gelernt. Dies getan und das getan und einiges auf diesem Weg. Ist okay? Und einiges auf diesem Weg unternommen. Mit dem Iman ist das so eine Sache, dass man ihn nicht nur einmal erwerben muss. Ist das nicht so? Dass man ihn einmal irgendwo gekauft hat und dann lässt du ihn in der Ecke stehen als Dekorationsstück oder als irgendetwas Wertvolles, was du mal erworben hast. Und dann musst du dich darum nicht mehr kümmern. Das ist nicht so mit dem Iman. Ja. Mit dem Iman, ihr Lieben, mit dem Glauben im Herzen ist das so eine Sache. Sogar, ich würde sagen, mit dem Wissen über den Islam ist das auch so eine Sache. Subhanallah. Man kann nicht sagen, ich weiß das schon. Weil Wissen und Wissen ist auch nicht gleich. Allahu Akbar, das ist auch nicht gleich. Hasan al-Basri sagt, Wissen ist nur das, was in Taten umgesetzt wird. Und wenn wir dementsprechend uns mal analysieren, was unser Wissen ist, was wir in Taten umsetzen, Allah möge uns allen beistehen. Allah möge uns allen beistehen. Bei dem einen ist das besser, bei dem anderen dies besser. Aber ich denke, keiner kann von sich behaupten, wenn die Sahaba das noch nicht mal machen konnten oder gemacht haben, dass Alhamdulillah, ich habe einen solchen Status erreicht, wo ich mir nicht mehr so Sorgen machen muss. Allahu Akbar. Die 10, denen das Paradies zu Lebzeiten vorausgesagt wurde, zu denen wir definitiv schon mal nicht gehören. Ja? Subhanallah. Die 10, Mubashirin bil Jannah, die waren die Menschen, die bis zum Tod sich so abgemüht haben, sich so eingesetzt haben, sich so erschöpft haben, dieser Erschöpfungsgrad, wo wir manchmal ankommen und sagen, jetzt kann ich nicht mehr, über den noch weiter hinausgegangen sind. Allahu Akbar, was für Menschen. Für die Allah was gemacht hat, dass wenn wir ihre Namen erwähnen, machen wir alle Dua für die. Solche Menschen belohnt Allah. Er lässt ihre Werke nicht zunichte gehen. Er lässt sie nicht verschwenden. Aber wir lernen von ihnen nicht nur in der Theorie. Und wir lernen auch nicht von ihnen einmal, habe ich mal durchgenommen und jetzt ist es auch mal gut, jetzt will ich auch mal was anderes machen. Sondern der Koran kam als, was ist eine Beschreibung des Korans? Als Al-Dhikr, die Erinnerung. Und ich behaupte jetzt einfach mal, auf manche trifft es zu, auf manche vielleicht nicht, wir erinnern uns nicht genug. Wir erinnern uns nicht genug und vieles gerät in Vergessenheit. Auch wenn das Wissen, die Informationen sind irgendwie da. Hast du eine Besse, die Aussage geht weiter. Wissen ist nur das, was in Taten umgesetzt wird. Und derjenige, der nur weiß, der nur die Informationen weiß, der ist nur ein Überlieferer. Allahu Akbar. Du bist nur ein Überlieferer, so wie ein Buch überliefert ja auch bestimmte Dinge. Das nützt dem Buch selber aber nichts. Ein Esel trägt auch Bücher auf seinem Rücken. Das nützt dem Esel aber nichts. Ja, und wir leben in einer Informationsgesellschaft. Ja, wir wissen alle. Machst du irgendeine Schwester, drückst du Play-Button, die kann dir, mashallah, nicht die Schwester, also das, was sie weiß, ja, die kann dir Vorträge halten, die kann dir alles machen. Wir wissen alle, Alhamdulillah. Aber was kommt in unseren Taten an? Das ist die große Frage. Und wie, das ist die nächste große Frage, wie standhaft sind wir dabei in dem, was wir von Allah schon erfahren durften?
Wie standhaft sind wir in den Dingen? Istiqama. Sagt uns allen was, das Wort Istiqama. Wie standhaft sind wir in den Dingen, die wir von Allah schon erfahren durften, die unseren Iman schon gestärkt haben? Einmal kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er sagte: "Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quli fil islami qawlan, sag mir etwas im Islam, lehr mich etwas über den Islam, wonach ich keinen mehr nach dir fragen muss." Da weiß ich genug, darum geht's, das ist die Essenz von Islam und das reicht an Wissen, dann kann ich daran festhalten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Qul amantu billahi thumma istaqim." Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu diesem Mann: "Sprich, ich glaube an Allah und dann sei standhaft." Weil dieser Satz, ich glaube an Allah. Und ich denke, wir können das alle vielleicht mehr nachvollziehen, als vielleicht Menschen, die unter anderen Muslimen leben. Da ist es vielleicht nicht so schwer, obwohl selbst da, ne, gibt Unterschied zwischen praktizieren und nicht praktizieren. Ich sagte, ja, Rasulullah, ich wiederhole das jetzt, weil die Konzentration war weg, jetzt müsst ihr es nochmal hören. Sorry, so ist das im Leben. Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sag mir eine Sache im Islam, nach der ich keinen anderen nach dir mehr fragen muss. Ach, die waren so gesegnet, ja, subhanallah, die Sahaba, beste Generation, die je gelebt hat. Wenn wir nicht von denen lernen, dann weiß ich nicht, von wem wir lernen. Die Fragen, die gestellt haben, ich hätte gerne mal ein Buch, wo alle Fragen von den Sahabern stehen. Weil daran, du lernst den Menschen kennen, anhand der Fragen, die er stellt. Ist das nicht so? Ja, wenn jemand immer nur so kleine, pingelige Fragen stellt, immer nur so mit sich beschäftigt ist, dann merkst du schon so, dem geht es immer nur um seine eigene Person. Wenn jemand nach großen Dingen fragt, nach wertvollen Dingen, Abdullah bin Mas'ud fragt, ja Rasulullah, sag mir, was ist die beste Tat im Islam? Subhan, wohin will der Mann? Warum fragt er das? Was ist sein Ziel? Warum fragt man sowas? Und ich sag mir das, was gerade noch an der Grenze von Haram ist, was ich noch irgendwie machen kann. Das sind unsere Fragen oft. Das dafür gut, das Leben ist schwer. Wir sind von Haram umgeben. Das ist wie Regenschirm gegen Tsunami, manchmal unser Kampf. Weil Haram ist überall. Drückst du Handy auf, kommt Haram. Es ist schwer. Und unser Iman ist besonders, inshallah. Der Prophet Sassum hat gesagt, das sind meine Lieblinge. Und die Sahaba haben gesagt, ja Rasulullah, sind wir nicht deine Lieblinge? Wir sind deine Gefährten. Wir sind dies, das. Der Prophet Sassum sagte, okay. Das sind meine Lieblinge. Ja, Rasulullah, sind wir nicht deine Lieblinge? Er sagte, ihr seid meine Sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Aber die, die an mich glauben werden, die mich nicht gesehen haben, ja, Rab, möge Allah uns zu diesen gehören lassen, ja, Rab. Möge Allah uns zu diesen gehören lassen. Die wir den Propheten zu Hause nicht genossen haben, wir würden ihn auch gerne genießen. Wie sehr genießen wir, wenn wir mit einer guten Person sitzen? Ich würde mich an die kleben manchmal, ich lasse mich bei dir einziehen. Subhanallah, ihr kennt alle, so eine Person, die Licht hat, Ruhe hat, die hat Koran. Sogar manchmal nicht Leute, die viel Wissen haben. Aber das, was die wissen, das setzen die richtig um. Manchmal so diese Omis aus Dörfern, die von Licht erfüllt sind, die ihr Leben mit Ibadah verbracht haben. Man möchte mit denen Zeit verbringen. Oder nicht? Weil die ein bisschen was von was haben. Von was? Was hat die so erfüllt? Was ist das Licht, was diese Menschen erfüllt? Von woher kommt das? Von woher kommt das? Von Iman, von Koran, von Din. Können wir das nicht auch nehmen? Ist das nicht für alle da? Hat Allah nicht diesen Koran, diesen Iman für alle geschickt? Ist das nicht etwas? Allah hat uns doch erschaffen. Allah ist unser Schöpfer. Er hat Augen erschaffen, er hat Herz erschaffen, er hat Beine, Körper etc., Organe erschaffen. Allah hat für jedes Organ eine Funktion erschaffen. Die Leber macht ihren Job, die Niere macht ihren Job. Alles macht seinen Job. Das Herz hat auch einen Job. Den vergessen wir leider. Das Herz hat auch einen Job. Und das Herz kann mit nichts anderem ernährt werden. Die Leber braucht ihre Nährstoffe, die etc. Ja, muss ich jetzt keine Liste auf. Alles braucht seine Nährstoffe. Manche Schwestern sind so conscious, so bewusst. Ja, nur noch Kokosfett und weiß nicht, was ist heutzutage Mode. Kurkuma wird nur noch getrunken. Mashallah, finde ich gut. Ich mag auch Kurkuma. Ich habe nichts dagegen. Aber ich glaube, man kann alles übertreiben, ehrlich gesagt. Aber okay, lassen wir das jetzt mal. Ne, sind so bewusst, die trinken nur Gesundes und dies. Das ist für meine Leber, das ist für meine Augen, das ist für Fettabbau. Eins nach dem anderen. Ja, Rab, was ist mit unseren Herzen? Wer kümmert sich um das arme kleine Organ in der Mitte, subhanallah? Prophet Sassum sagt, hier ist ein Organ, ein Stück Fleisch. Wenn das gut ist, ist alles gut. Allahu Akbar. Ja, wir haben Stress. Haben wir nicht alle Stress? Subhanallah, es gibt keinen. Egal, man hat nichts zu tun, trotzdem alle Stress. Das sind die Zeiten. Allahu Akbar. Wir haben Stress. Das ist eine Krankheit geworden. Stress ist eine Krankheit geworden. Wir haben Trauer. Wir kommen von Problemen nicht weg. Wir können nicht verarbeiten. Wir sind depressiv. Wir sind hartherzig. Ist das nicht eine Krankheit geworden? Wir sind so hart. Knallhart. So, man muss nur, wie sagt man, ein bisschen so anzündeln. Ja, der andere geht hoch. Letztens erzählt meine Schwester, gab es in einer Moscheestreit. Wegen irgendjemand wollte jemand nicht vorbeilassen. Du gehst Moschee im Ruhe zu haben, findest du Streit vor. Allahu Akbar. Akhiru Zaman, sage ich nur noch, wirklich. Lange Rede, kurzer Sinn.
آخر الزمان سبحان الله. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt, es wird eine Zeit kommen, die Leute werden nicht mehr wissen, warum sie getötet werden. Allahu Akbar. Früher gab es auch Kriege, gab es Gemetzel, aber die Leute wussten, okay, es ist Krieg, das ist der Feind, ich werde getötet. Es gibt eine Zeit, sagt der Prophet Sassam, der Mann wird nicht wissen, was ist jetzt los, warum tötest du mich? Was habe ich gemacht? Wegen einer Brieftasche wird man getötet. Wegen nichts. Ich werde sie alle schwarz malen, ne? Aber definitiv sind Probleme da. Warum beschreibe ich das? Damit uns die Lösung noch lieber wird. Deswegen sage ich das. Weil das Herz hat auch ein Bedürfnis. Das Herz hat ein Bedürfnis und du kannst es mit nichts anderem stillen. Nichts anderes. Versuch es mit Ablenkung. Versuch. Mach. Versuch mit Drogen. Haben auch schon viele vor dir versucht. Versuch mit Materialismus. Subhanallah, ist das alles, was wir wollen? Wofür wurde der Mensch erschaffen, um Allah zu erkennen? Wofür hat Allah uns so etwas gemacht? Wie uns gibt es nicht nochmal. Khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Sowas wie uns gibt es nicht nochmal. Die Djinn sollten sich vor uns verbeugen. Die Engel sollten Sajda machen. Oder nicht? Khalaqa Adam und alle sollten Sajda machen. Allahu Akbar. Und wir verschwenden uns so? Wir verschwenden uns auf diese Art und Weise? Und das haben wir alle verstanden. Ich sage ja gar nicht, dass wir das nicht verstanden haben. Wir sitzen alle hier, weil wir das verstanden haben. Sonst wärt ihr nicht hierher gekommen. Alhamdulillah. Wir lieben den Dien, wir lieben Koran. Aber zum Mastaqim. Nicht müde werden vom Islam. Nicht ermüdet werden vom Islam. Dunya macht müde, kann ich verstehen. Dunya macht müde. Arbeit macht müde. Kann ich auch noch verstehen. Ja, Prüfungen können ermüden. Aber Islam macht müde. Koran lernen macht müde. Lernen macht müde. Das, was dich aufbauen sollte, macht dich müde. Nicht vom Islam müde werden. Und auch nicht das, was der Islam gebietet. Auch wenn rechts und links es Ohrfeigen hagelt, symbolische, dass das ist Mittelalter, das ist radikal, das macht doch heute keiner mehr, bisschen ist doch in Ordnung, haram meine ich jetzt, ja? Bisschen dies, bisschen das. Nicht vom Islam müde werden. Weil wenn wir vom Islam müde werden, was haben wir dann mit anderen Worten dann gesagt? Stellt euch mal vor, jemand ist auf so einer Elite-Schule, ja? Diese, von denen ich jetzt nichts halte, nicht dass ihr... Ja, aber sagen wir mal, jemand ist auf so einer super elitären, super viel Geld, dies, das. Da ist nicht einfach das Leben. Die wachen früh auf, die müssen Uniform tragen, die müssen dies, das. Ja, viel lernen, das ist ja nicht umsonst, die bezahlen ja nicht umsonst. Die kriegen heftige Stundenplan, die haben viel zu tun. Aber die werden dadurch nicht müde, weil sie wissen, was sie da haben. Wissen wir denn nicht, dass es die größte Gnade ist, dass Allah uns Islam geschenkt hat? Und nur weil wir jetzt in einer Zeit leben, wo es ein bisschen schwieriger sein mag, und es gab andere schwierige Zeiten auch, wo es ein bisschen schwieriger ist, an bestimmten Geboten des Islams festzuhalten und man nicht gerade Applaus bekommt, ja, unbedingt, von draußen von der Gesellschaft, weder auf der Arbeit, noch in der Schule, noch manchmal sogar in der eigenen Familie, manchmal muslimische Familie, die sagen, ja, so musst du raus? Ja, mach schöne Frisur, kriegst du euer Job. Ne? Wie viele Mütter haben das schon gesagt? Mit netter Absicht. Und du sagst, Mama, du musst sogar gegen deine Mutter manchmal an. Nicht kämpfen, Astaghfirullah, aber du musst stark bleiben, du musst stehen bleiben. Es ist nicht einfach. Aber wir kriegen doch auch so viel dafür. Es ist nicht einfach. Aber wollt ihr denn ohne Islam dann lieber leben? Und das meine ich, wenn ich sage, müde werden vom Islam. Wann werden wir müde? Wenn wir vergessen, dass wir die Gesegneten sind. Wir, die geprüft werden. Wir, die Allah beweisen dürfen, dass wir wahr gesprochen haben, als wir gesagt haben, Amantu billahi, thumma istaqim. Und niemals, bitte, bitte, niemals dürfen wir denken, dass ja heute ist ja besonders hart. Es ist hart, es sind schwierige Zeiten. Ich bin der Letzte, der sagen würde, es ist alles in Ordnung und früher war es ja viel schlimmer. Nee, nee, ich will es nicht runterspielen, weil es ist wirklich schwer. Es ist schwer. Von Gesellschaft zu Gesellschaft kann das auch variieren, aber global und kommunal kann man, denke ich, schon sagen, es ist schwierig. Ja, es ist schwierig, an den Basics von Islam sogar festzuhalten. Es ist schwierig, mal mehr, mal weniger. Kann von Individuum zu Individuum auch unterschiedlich sein. Aber es ist schwierig. Ich will es nicht verharmlosen. Ja, ich will es gar nicht verharmlosen. Aber trotzdem sind wir die Gesegneten. Das müssen wir verstehen. Weil Islam und Iman ist das Wertvollste, was es gibt. Gibt es was Wertvolleres? Was braucht ihr, wenn wir zu Allah zurückkehren? Was brauchen wir? Womit kehren wir zurück? Mit all dem, was wir hier aufgebaut haben, mit all dem, womit wir uns hier brüsten, mit all dem, was uns hier wichtig war, mit all dem, was hier Menschen gefällt, was den Augen der Menschen gefällt, was uns hier ein einfacheres Leben gemacht hat, werden wir damit dort erfolgreich sein? Oder werden wir mit dem erfolgreich sein, was wir gerade wie Kohle in den Händen halten, wie glühende Kohle in den Händen halten?
Und deswegen, jetzt entscheiden. Jetzt entscheiden, Dunya oder Akhira. Manchmal ist es ganz simpel. Beides kannst du manchmal nicht haben. Manchmal geht's. Manchmal kannst du beides haben. Aber ganz oft kannst du auch nicht beides haben. Dass du sagst, ich möchte hier sehr viel Erfolg, sehr viel Ansehen, sehr viel Ruhe, sehr viel Gemütlichkeit. Ja, aber in Akhira hätte ich es auch noch gerne. Manchmal musst du sagen, okay, entweder oder. Und in dem Moment, wo du dich für das Richtige entscheidest, bist du der Gesegnete. Du bist der, der von Allah etwas geschenkt bekommen hat. Ja, es ist hart. Ja, es ist schwierig. Ja, du kriegst in dieser Dunya vielleicht keine Rosen auf deinen Weg gebettet. Du wandelst nicht auf Rosen. Aber in Akhira wirst du zu denen gehören, denen es wohl ergeht. Und der Glaube an Akhira, der ist Schlüssel in diesen, in jeden Zeiten. In jeden Zeiten. In allen Zeiten. Wenn wir die Geschichte der Sahaba und die Sira, die frühe Sira studieren, dann sehen wir, das, was die Menschen damals so stark gemacht hat, war dieser Glaube, der Glaube an Akhira. Die hatten keine Erwartungen, was diese Dunya angeht. Die frühen mekkanischen Sahaba, ja, diese ersten Konvertiten, die wussten nicht, dass irgendwann in Medina haben wir voll den eigenen Staat und uns geht es dann total gut und spätestens bis Omar sind wir schon bei Persien und kommen mit Gold und Geld zurück. Die wussten das nicht. Die haben das auch nicht miterlebt. Viele von denen haben das nicht miterlebt. Die meisten von denen haben das nicht miterlebt. Und ihnen war aber bewusst, dass harte Zeiten müssen erstmal durchlebt werden. Wir müssen uns erstmal beweisen. Man kriegt nichts geschenkt, wenn du für etwas sehr Wertvolles kämpfst, für etwas sehr Wertvolles einstehst. Warum sollte dir das umsonst gegeben werden? Je wertvoller, desto mehr musst du dafür tun. Oder nicht? Je wertvoller etwas ist, desto mehr muss man doch dafür tun. Alles hat einen Kontext, in dem es praktiziert wird. Und entweder ist deine Straße Richtung Akhira oder deine Straße geht Richtung weg von Akhira, weg von Allah, weg von Koran. Und jede Richtung hat ihre Uniform. Ja, äußerlich und seelisch. Auch seelisch trägst du bestimmte Eigenschaften mit. Die Richtung Straße, die Richtung Dunya geht, die ist von Gier getragen. Von mehr, von Rastlosigkeit, von nie genug haben. Der ist nie satt. Jemand, der Dunya will, den kriegst du nicht satt. Egal wie viel. Nichts füllt den Mund von Bani Adam, außer der Staub seines Grabes. Wenn er einen Berg von Gold bekommt, wünscht er sich direkt das zweite. Ist das nicht so? Subhanallah, wir alle wissen, das ist so. Ich will nur eine größere Wohnung, nur eine größere Wohnung, nur eine größere Wohnung. Jetzt habe ich sie. Ja, ein Zimmer mehr wäre doch besser. Ist doch so. Oder jetzt noch, ne, dies und das neu. Es ist so, wir sind Menschen. Da brauchst du gar nicht, versuch gar nicht, dass dich das satt macht. Das Herz des Menschen, unsere Seele, die verlangt nach anderer Nahrung. Die verlangt nicht nach dieser Nahrung. Allah hat die Seele des Menschen eingehaucht. Die Seele ist etwas, was quasi von Allah uns als Besonderes gegeben wurde. Der Körper ist aus Erde, von dieser Welt erschaffen. Das kriegen wir satt mit Gemüse und Fleisch. Das kriegen wir satt. Ist okay, dann ist der Körper ruhig. Dann will er bis nächsten Tag nichts mehr. Den hast du abgehakt. Die Seele hungert. Die Seele kann nicht mehr, die erstickt. Die ist abgemagert, die kippt fast um. Die hat Unterzuckerung, die ist am Ende. Weil sie immer nur Schrott, Junkfood abbekommt. Sie kann damit nichts anfangen. Das ist wie wenn jemand diese Unverträglichkeiten hat. Gluten ist ja, haben viele heutzutage, ja? Und du fütterst ihm genau das ganze Zeit. Stell dir mal vor, wie wird es denn gehen, der arme Mensch? Der übergibt sich, der wird grün, der kann nicht mehr, der ist unterernährt. Und du sagst, weiter, weiter, das ist für dich. Das ist doch Essen, ich esse doch auch. Der kann das nicht verwerten. Die Seele braucht das nicht. Die Seele braucht das nicht. Der Seele ist auch egal, wie beschäftigt du bist. Der Seele ist total, interessiert sie nicht, wie viel Stress du hast und wie busy du bist. Die Seele muss ernährt werden. Und die Seele kommt von Allah und sie wird ernährt mit dem, was von Allah kommt. Mit nichts anderem. Und was kommt von Allah? Kalamullah, der Koran. Die Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam auch. Gehört zum Koran, klar. Damit ernähren wir die Seele. Nicht mit diesen anderen hin und her und lass dich nicht, was sagt Allah im Koran? Lass dich nicht täuschen, blenden von ihrem Hin und Her auf dieser Welt. Look busy, do nothing. Oder umgekehrt, do nothing, look busy. Ihr wisst, was ich meine. Ja, mit diesem Kaffee in der Hand. Ich kann ja nicht mal sitzen und Kaffee trinken. Coffee to go. Früher hatten wir Coffee to sit. So busy. Ist ja okay, wir haben alle viel zu tun. Aber es ist auch irgendwo so ein bisschen Lebens... Ich kaufe das nicht so ganz ab, sage ich euch ganz ehrlich. Wir haben alle viel zu tun, aber es ist auch so ein bisschen so eine Andeutung von, wie viel man geschafft hat im Leben. Ja, keiner gibt gerne zu. Nee, heute hatte ich ganz Tag nichts zu tun, keiner hat mich angerufen. Gibt keiner zu gerne. Ja, aber so ist das doch. Ganz oft sitzen wir und kein Mensch hat gerade an uns gedacht, oder? Also,
Mir passiert das, subhanallah. Ist doch nicht schlimm. Wir sind nicht so gefragt. Wir sind nicht so beliebt. Wir sind nicht so, dass wenn wir sterben, die ganze Welt für einen Moment still hält. Es dreht sich alles weiter. Allahu Akbar. Alles dreht sich weiter. Alles dreht sich weiter. Flüsse fließen weiter. Die Erde dreht sich weiter. Wolken ziehen. Und man ist weg. Aber ja, wenn du eine gute Seele warst, Allahu Akbar. Wenn du jemand warst, was heißt im Hadith, jemand, der den Menschen Gutes gelehrt hat, möge Allah uns alle dazu gehören lassen, unsere Familie, unsere Nachkommen, dann weint die Erde um diesen Menschen. Allahu Akbar. Weil du nützlich warst, aber nicht nützlich mit Schrottverbreitung. Look busy, do nothing. Sondern du warst nützlich mit wahrem Nutzen, wofür Allah die Erde erschaffen hat, damit er erkannt wird. Dafür wurde die Erde erschaffen. Alles andere ist nebenbei. Ja? Zum Beispiel, man baut ein Haus. Das Haus muss mit Badezimmer gebaut werden. Das ist ein Bedürfnis des Menschen. Du kannst nicht ein Haus bauen und sagen, nee, Badezimmer geht man ja eh nur ab und zu. Lassen wir das mal weg. Geht nicht. Wir sind Menschen. In dieser Welt haben wir Bedürfnisse. Das Badezimmer wird gebaut. Aber man hält sich nicht den ganzen Tag im Badezimmer auf. Oder gibt es Menschen, die das machen? Macht man nicht. Da ist nicht das Leben. Das ist nebenbei. Das ist Darura. Das muss sein. Kommt zu Dunya, so viel sein muss. Und geht zu Allah, so viel es nur geht. So rum muss es sein. Und ich, der Mensch, ist, wir sind alle schwach. Leider kann man ganz schnell in diesen Trott geraten, vor allem wenn die Umwelt sowieso schon so ist, dass man zu Dunya geht, so viel es geht, und zu Allah so viel sein muss. Ach, schon wieder mal. Zack, zack, hopp, hopp, salam, salam, weiter geht's. Und ich weiß, manchmal geht es nicht anders. Glaubt mir, ich weiß das. Glaubt mir, ich weiß, dass manchmal wirklich nicht diese Zeit für diese 4 Rakat Sunnah vor Dhuhr ist. Ich weiß das. Aber ich weiß auch, dass manchmal Zeit ist und man sie trotzdem nicht betet. Das weiß ich auch. Es ist nicht immer so, dass man die nicht beten kann. Das weiß ich eben auch. Sonst hätte Allah uns das auch nicht vorgegeben. Der Din Islam ist für die gesamte Zeit, bis Yawm al-Qiyamah, kommt kein neuer Koran. Der ist anwendbar bis zum letzten, buchstäblich bis zum letzten Ton, der diese Erde jemals hören wird. Sprich, ich glaube an Allah und dann sei standhaft. Werdet nicht müde vom Islam. Und Islam ist nun mal auch das, was man praktiziert. Und vielleicht durch dieses Praktizieren nicht unbedingt direkt einen Nutzen in dieser Dunya sieht. Ja, manchmal ist ja so, ja, okay, ich habe Hijab getragen, ich habe dies gemacht, das gemacht, aber immer noch keinen guten Ehemann gefunden. Kann sein, dass sie sowas mal hört, rechts und links. Ja, oder ich habe noch nichts davon gehabt, dass ich zum Beispiel immer nur Halal-Arbeit, Job gesucht habe. Was habe ich davon gehabt? Der hat schon Haus gebaut, der hat dies gemacht. Manchmal kommt der Shaitan und will dich auf einmal so, was hast du davon? Ja, Allahs Segen scheint nicht mehr mit dir zu sein als mit jemand anderen. Wo ist da der Gedankenfehler? Wo ist da der Fehler in dieser Logik, in dieser logischen Argumentation? Wo ist da der Fehler? Wir setzen die Gnaden, materialistisch gesehen, dieser Welt mit Allahs Zufriedenheit gleich. Wir denken, wenn Allah jemanden viel hier gibt oder wenn Allah es jemanden hier leicht macht, dann muss Allah also mit ihm zufrieden sein. Stimmt das? Dann war Allah sehr zufrieden mit Pharaon. Der ist reich gestorben. Bis zum letzten Moment hat er auch keine dokumentierten Krankheiten. Strotzend gesund. Ja, also immerhin konnte der ganze Völker verfolgen. Reich ohne Ende. Befehlsgewalt ohne Ende. Macht ohne Ende. Bis zuletzt auch keine Gewissensbisse. Also in dem Sinne auch glücklich. Ja, feiernd gefallen quasi. In dem Sinne war Allah sehr zufrieden mit Pharaon. Mit Nimrod, mit vielen anderen Leuten. Aber die materialistische Welt, in der wir heute leben, subhanallah, die hat unseren Blick so verschwommen gemacht, dass wir den Islam mittlerweile auch schon mit materialistischen Maßstäben bewerten. Wenn du betest, dann findest du Ruhe an diesem Tag. Ja, das stimmt auch. Allah gibt Ruhe, wie er nichts durch nichts anderes geben kann. Aber auch wenn du mal nicht Ruhe findest, auch wenn es mal schwer ist, musst du trotzdem beten. Ja, wir beten nicht, weil wir direkt was dafür zurückbekommen. Manchmal beten wir mitten im Stress. Manchmal machen wir Ramadan-Fasten, obwohl wir sogar zunehmen danach sogar. Manche sagen, ja, man nimmt ab, man macht dies, man macht das. Nein, ist mir egal, was die Forschung sagt. Ich werde fasten, weil mein Prophet es mir vorgeschrieben hat. Und nicht nur, weil endlich jetzt irgendeine billige Forschung rausgekommen ist, die endlich mir auch bestätigt, dass es auch materialistisch gesehen gar nicht so schlimm ist zu fasten. Und bis davor habe ich mich nicht getraut zu sagen, dass ich faste im Sommer. Weil alle dann, Wasser, Wasser, du musst Wasser trinken. Subhanallah. Wirklich, wir haben mehr... Nicht Iman, Astaghfirullah. Man ist beeindruckt. Der Mensch ist nur immer, wir haben Ohren, Augen. Wir sind beeindruckt, was uns umgibt, was wir sehen. Und wir haben manchmal mehr verlassen oder mehr, es ist greifbarer für uns, was
was eine Forschung oder was irgendwie, ne, Mode oder was weiß ich, gesagt wird, als was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und ich denke schon, das hat mit Mangel an Iman zu tun. Ich denke schon, dass man das eventuell sagen darf, auch wenn es nicht für alle so ist. Aber eventuell gibt es da einen Zusammenhang. Sprich, ich glaube an Allah und dann sei standhaft. Wie kann man denn standhaft sein? Was heißt standhaft sein? Stellt euch vor, es sind stürmische Zeiten, so ein Tsunami kommt, so ein Sturm kommt, so ein Tornado weht über euch weg. Welche Bäume bleiben stehen? Wie sehen die aus? Welche Bäume bleiben nach so einem heftigen Wind, nach so einem heftigen Ansturm, welche Bäume schaffen es, unbeschadet so einen Sturm zu überleben? Und welche nicht? Vergleicht. Einfach. Feste Wurzeln. Die, die feste Wurzeln, tiefe Wurzeln, dicke Wurzeln haben, die haben, Allah weiß, was die schon alles gesehen haben. Ich glaube, der älteste Baum, wie alt ist der älteste Baum? Habe ich letztens gehört, 5000 Jahre irgendwie. Erforschte. Der erforschte, wo man datieren kann, an dieser Rinde und sowas, ne? Circa, ich weiß jetzt, googelt mal selber, ich will nichts Falsches sagen, tausende von Jahren. Der älteste Baum. Was hat der alles schon erlebt? Allah weiß, vielleicht hat er sogar diese Nuh a.s. überflucht. Und wir wissen nicht, was der schon alles gesehen hat. Aber der steht. Wer steht, steht. Und wer umkippen will, den musst du nur anhauchen, der kippt um. Oder nicht? Aber wenn wir denken, dass wir stehen bleiben, ohne uns zu füttern und uns zu ernähren, ein Baum, der nicht ernährt wird, wo die Erde schon giftig ist, wo die Erde voller Salz ist und da kriegt gar keine Flüssigkeit mehr, der Baum steht nicht lange, egal wie dick seine Wurzeln sind. Die werden dann ausgehöhlt. Die sind dann von draußen dick, aber innen ist nichts vorhanden. Deswegen, ihr Lieben, der Iman muss gepflegt werden. Der Iman muss lebendig gehalten werden. Der Iman muss gefüttert werden. Ja, Herz, Iman ist alles ein Sitz. Iman sitzt im Herzen, Taqwa sitzt im Herzen. Wenn wir uns darum nicht kümmern und wenn wir das nicht füttern und wenn wir das nicht pflegen, dann stirbt er uns weg. Der stirbt uns weg. Und wir müssen nicht nur hier mit Iman leben. Wir müssen noch einiges durchleben. Es kommen noch einige Phasen auf uns zu. Wir müssen alle noch sterben. Wenn der schlechte Mensch, der Ungläubige stirbt, dann wird seine Seele ihn so verlassen, wie wenn man eine, kennt ihr diese, nicht Mistgabel, diese Haken, mit dem man, ne, auf den Garten, da, so als ob man eine feuchte, so eine Gabel durch Wolle ziehen würde und alles klebt daran und man muss es abziehen, weil die Seele will nicht raus, sie weiß, was sie erwartet. Und wenn der gute, gläubige Mensch stirbt, dann verlässt seine Seele ihn so, wie wenn man aus einem Gefäß Wasser so raustropfen lässt. So ganz leicht. Allah macht es leicht für seine Diener. Das müssen wir auch noch alle erleben. Das schaffen wir nur mit Iman. Ohne Iman ist vorbei. Dann spätestens, dann ist vorbei. Dann müssen wir alle noch begraben werden. Das müssen wir alle erleben. Auch dort werden wir nur Iman brauchen. Nichts anderes. Alle Wissenschaften, alles auf einer Waagschale, alles, was ihr, und ich spreche bewusst jetzt, bewusst. Ich bin großer Freund von Wissenschaft, von Lernen. Alles schön. Aber bitte, alles auf eine Waagschale und Koran und dein Iman auf eine Waagschale. Dein ein La ilaha illallah mit Ikhlas auf eine Waagschale, das ist schwerer. Aber wir pflegen die andere Waagschale, die uns schon am Verlassen ist. Die ist schon dabei, uns zu verlassen. Die ist schon weg, die ist schon auf dem Rausweg. Und die wird mehr gepflegt als dieses eine La ilaha illallah. Und jetzt sagt ihr vielleicht, wieso hat die so Panik, was macht die Stress? Ja, ist doch alles in Ordnung, wir sind Muslime, alles okay. Ich weiß nicht. Wenn man so ein bisschen guckt, ein bisschen liest, in Amerika gibt es schon, vielleicht in Deutschland auch, die ersten Council of Ex-Muslims. Also die treffen sich, die haben ein Gremium gegründet. Und in Deutschland gibt es auch berühmte, starke Stimmen, die laut dafür plädieren, dass man Islam sowieso nicht praktizierbar ist, dies, das. Der Koran soll reformiert werden. Große Politiker sind zusammengekommen. Vor 2, 3 Jahren, weiß ich gar nicht mehr. Könnt ihr in den Zeitungen nachlesen. Der Koran muss reformiert werden. Der ist ungerecht, der ist diskriminierend. Die Stimmen sind da. Muslime hören darauf. Muslime wissen selber nicht mehr. Echt, das ist der Koran? Das steht da so, ich weiß nicht. Es ist nicht so, dass der Iman irgendwie an uns festgetackert ist und der wird bei uns bleiben. Der ist sehr, sehr kostbar. Und er kann uns auch leider verlassen. Allah hat uns nicht umsonst in jedem Gebet, in jeder Raka, die eine Dua aufgetragen. Welche Dua machen wir? Jeden Tag, in jedem Gebet, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Wir könnten Allah um so viel bitten. Allah, gib mir gute Kinder. Allah, lass mich ins Paradies. Wäre ja auch eine schöne Dua, ne? Noch gezielter. Ich meine, das hängt ja zusammen. Leite mich den richtigen Weg. Jede einzelne Raka, leite mich den richtigen Weg. Offensichtlich ist das ein Bedürfnis, das wir das ganze Leben lang haben werden. Sonst hätte Allah uns nicht diese Dua gelehrt.
Allah hat uns nicht umsonst das Beispiel der Früheren immer wieder im Koran gegeben. Und die Arten und Weisen, wie die, die vor uns das Buch erhalten haben, Yahud und Nasara zum Beispiel, wie die ihrem eigenen Buch mehr oder weniger, mal mehr, mal weniger, mal gar nicht, untreu geworden sind. Wieso erzählt uns Allah diese Geschichten? Damit wir uns dann ganz toll fühlen und sagen, Gott sei Dank, das sind ja nicht wir. Nein. Hudan lil Muttaqin, der Koran ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Alles, was im Koran steht, auch über andere, ist eine Rechtleitung für uns. Dass, wenn die mit ihrem Buch so umgegangen sind, zum Beispiel, was steht im Koran? Sie haben ihr Buch vergessen. Sie haben es vernachlässigt. Sie haben Tahrif gemacht. Also Sinn und damals die auch buchstäblich, schriftlich geändert. Das können wir nicht mit Koran. Allah beschützt den Koran. Aber wir verändern den Sinn so sehr, so aus dem Kontext gerissen, dass er uns irgendwie in unserem Alltag reinpasst. Nicht wir jetzt persönlich, aber diese Strömungen oder wie auch immer man das nennen will, die gibt es ja. Ja, bis eine Schwester kommt zu dir und erzählt dir eine Fatwa, die sie von irgendwo gehört hat. Du sagst, hä? Das haben bei uns damals die schlimmsten Sünder gesagt, was du mir als Fatwa berichtest. Die schlimmsten Sünder haben das gemacht oder gesagt. Ist das nicht so? Man fällt manchmal so aus allen Wolken. Das soll jetzt auch... Ich sage euch ein Beispiel, damit ihr wisst, wovon ich rede. Nicht, dass ihr denkt, ich bin zu streng oder so. In Amerika wieder. Gibt es hier auch, ich lese halt mehr englische Sachen. In Amerika gibt es eine Frau-Imam, die ist Imam, die hat sich selber zum Imam erklärt. Und die hat letztens Nikah gemacht. Nikah und Eheschließung für zwei Frauen. Ja. Und warum sollte das denn ein Problem sein? Und damit wächst unsere Jugend auf. Und unsere Jugend braucht Antworten. Und nochmal, die Antworten liegen auch sicherlich im Argumentieren, in Logik, in Philosophie, in sicherlich, das muss alles gelernt werden. Aber glaubt mir, am Ende rettet uns nur der Iman. Glaubt mir. Der Iman, der die Fitra rettet, der den Verstand erhält, der die Zunge mit Licht erfüllt, der Iman muss da sein. Alles andere kann auch da sein, okay, alles schön und gut. Wenn der Iman nicht da ist, ist nichts da. Wodurch wird der Iman ernährt? وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Haltet an Allahs Seil allesamt fest. Wann hält man an dem Seil fest? Heute habe ich darüber nachgedacht. Man geht ja nicht so im Wohnzimmer umher, hat gerade eine Tasse Kaffee getrunken, ist voll relaxed und sagt, so, jetzt gehe ich ein bisschen Seil halten. Macht man nicht. Wann hält man ein Seil fest? Wenn man gerettet wird, wenn man irgendwo rausgezogen wird, oder? Du bist irgendwo in den Wellen am Ertrinken, du kannst nicht mehr und dann wirft dir jemand ein Seil zu. Halt das fest. Und du sagst, oh, Gott sei Dank. Und das hältst du dann nicht so mit einer Hand und liest nebenbei im Handy. Nee, dann lässt du das Handy liegen und hältst mit beiden Händen dran fest. Mir ist alles andere egal. Das muss ich jetzt festhalten. Sonst ist mit mir vorbei. Dann weiß man auf einmal, worum es geht. Dann wird es auf einmal bewusst. Aber sind wir jetzt solche Menschen geworden? Allahu Akbar. Muss Allah erst, wie mit den Bani Israel, den Berg über unsere Köpfe heben? Der fällt fast auf unsere Köpfe drauf. Und dann sagen wir, jetzt nehmen wir das Buch. Ist es so schlimm schon? Ja, Allah subhanahu wa ta'ala. Muss er uns strafen und peitschen oder was er strafen, so gewaltig erschüttern und prüfen und uns so erniedrigen, damit uns endlich mal auffällt, oh Mann, ich muss mit dem Koran eine bessere Beziehung eingehen. Das ist die Lösung. Nicht weg davon, hin dahin. Ist es so schlimm schon? Im Koran steht das ja, kennt ihr diese Geschichte? Und als wir den Berg über euch erhoben, o Kinder Israels, und weil sie sagten erst, Musa a.s. kam mit den 10 Geboten zurück, Tora kam er zurück, und manche von den Bani Israel sagten, nein, wir nehmen das nicht. Erst wenn wir Allah selber gesehen haben. Dann hat er ein paar von denen mitgenommen, das ist eine lange Geschichte. Und dann sagten immer noch welche, so ja, aber das sind ja schwere Gebote. Gebote sind ja schwer. Ne? Ist ja kein vogelfreies Leben mehr. Auf einmal darfst du nicht. Auf einmal musst du, was du vorher nicht drüber nachgedacht hast. Gebote sind auch eine Bürde. Eine Auszeichnung, aber auch eine Bürde. Und dann sagten sie, ja, wir hören zwar, aber wir werden nicht gehorchen. Und dann hat Allah den Berg über ihre Köpfe erhoben. So, als ob er ein Schattendach wäre und sie dachten, er würde auf sie fallen. Sind wir jetzt solche Diener, die nur dann auf einmal zu Allah zurückkehren, wenn ein Sturm bevorsteht? Haben wir nicht erkannt, welchen Wert der Koran hat? Muss er uns erstmal von fremden Zungen bewiesen werden, damit wir sagen, ach ja, jetzt werde ich Koran lesen. Allahu Akbar. Wem der Koran gegeben wurde, und wir sind alle solche, die den Koran, wir sind Muslime, uns wurden allen Koran gegeben. Wem der Koran gegeben wurde, einer unserer Ulama hat gesagt, wem der Koran gegeben wurde und der dann seinen Blick erhebt. Wenn man sagt Blick erheben, meint man, er will was anderes. Ja, also er guckt, macht langen Blick quasi. Ne? Er will was anderes, mit Gier guckt, auf irgendetwas anderes, nachdem ihm der Koran gegeben wurde. Der hat nicht Dankbarkeit gezeigt für den Koran. Wenn Allah uns doch den Koran gegeben hat und zu Muslimen gemacht hat, wie können wir dann auch für eine Sekunde nur denken, dass wir die Opfer sind
Wir sind die Opfer und den anderen geht es ja besser. Was? Ich bin kein Opfer. Allahu Akbar. Ich werde gleich ein paar Ayat aus Surat Al-Ankabut vorlesen. Dass wenn manche Menschen, Allah spricht eigentlich über die Munafiqin, wenn manche Menschen von anderen Menschen gestört, belästigt werden, dann halten sie das für die Strafe Allahs. Nein, dazu gehören wir nicht. Wir wussten, dass wir geprüft werden. Wussten wir das nicht? Ist einer überrascht? Ist irgendjemand überrascht, dass, oh Mann, das ist ja gar nicht so einfach, Islam zu praktizieren? Rasulullah war gerade mal nicht mal einen halben Tag Prophet. Er hat gerade das Prophetentum empfangen. Seine Frau Khadija radiallahu anha nimmt ihn mit zu ihrem Cousin Waraqa bin Naufal. Kennt ihr alle die Geschichte? Weil er zum Christ konvertiert war und gläubig war und er wusste über Religion und so weiter Bescheid. Sie nimmt ihn mit zu, komm, zu meinem Cousin, der wird dir erklären, der wird dich beruhigen und so weiter. Sie gehen zu Waraqa und Waraqa sagt in diesem kurzen Gespräch, das wir in Sahih al-Bukhari und anderen Büchern lesen, in diesem kurzen Gespräch sagt er dem Prophet, du bist gerade mal Prophet geworden, nicht, der Abend ist noch nicht gekommen, wir sind am selben Tag, du bist gerade Prophet geworden, ich wünschte, ich wäre noch am Leben, er war sehr alt schon, ich wünschte, ich wäre noch am Leben, wenn deine Leute dich vertreiben werden. Das Erste, was er ihm sagt, ist gerade Prophet. Aber das wusste er. Und der Prophet war sich am Wunder, sagte, werden sie mich vertreiben? Da war Amin, jeder liebt ihn, Hashemit, beliebtester Stamm, alle lieben Rasulullah, Amin, ich meine, kennt ihr die Geschichte? Und Waraqa bin Naufal sagte, ja, keiner ist vor dir mit dem gekommen, womit du kommst, ohne dass seine Leute ihn befeindet hätten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das ist Teil dieses Weges, dass Allah uns prüfen wird. Mal mit Feindschaft, mal nicht mit Feindschaft, aber mit anderen Prüfungen. Dass du auf bestimmten Besitz verzichten musst, den man nur durch Haram bekommen kann, zum Beispiel. Gibt auch andere Prüfungen. Aber diese ist auch eine, die zu den Hauptprüfungen gehört. Dass ja, es wird Belästigung geben. Mal Belästigung, mal Blicke, mal körperliche Übergriffe. Ja, das wird es geben. Und trotzdem heißt es nicht, dass du auf der, auf der Seite stehst, die bemitleidet werden muss. Nein, bitte nicht Mitleid mit sich selber haben. Wir dürfen für Allah leiden. Wir sind die Gesegneten. Ihr könntet auch auf der anderen Seite stehen. Der den Muslim belästigt. Wollt ihr mit dem tauschen? Wollen wir mit dem tauschen, weil es ihm gerade besser scheint, so es scheint ihm gerade besser zu gehen. Können wir gerne tauschen. Gib den Islam ab. Macht nicht Allah Vorhaltungen, dass wir haben Islam angenommen. Suratul Hujurat. Haltet Allah nicht vor als Gnade, dass wir sind Muslime geworden. Nein, Allah hat euch eine Gnade erwiesen, indem er euch geleitet hat. Wer ist hier der Begünstigte? Wem tut ihr einen Gefallen, wenn ihr an Koran festhaltet, wenn ihr zu einer Sitzung kommt, wenn ihr Stress hattet an einem Tag, Kinder irgendwie versorgen musstet, schneller kochen musstet, weil ihr irgendwo Koran lernen geht? Wem habt ihr einen Gefallen damit getan? Euch selber. Bitteschön. Macht's nicht. Macht, Allah wird Ersatz schaffen. Wenn ihr nicht so seid, wie Allah es haben will, Allah wird euch ersetzen mit anderen, die nicht so sein werden wie ihr. Allah braucht uns nicht. Aber ja, wenn wir machen, Allah liebt uns dafür sehr. Allah ist der Dankbare, der Anerkennende. Unser Herr ist sehr barmherzig. Unser Herr sieht Kleines und macht einen Berg daraus. Unser Herr ist so, wenn er sieht, jemand hat Schwierigkeiten, belohnt er doppelt. Hier, ihr jungen Schwestern, wenn ihr hier mit Hijab rausgeht, werdet ihr, Allah weiß, wie viel Belohnung ihr bekommt. In den Ländern, wo es gar kein Problem ist, so rauszugehen, die kriegen auch ihre Belohnung. Aber ihr, wo ihr U-Bahn-Angst habt vielleicht, oder mal mehr, mal weniger, gibt sicherere Orte und nicht so sichere Orte, mag ja unterschiedlich sein. Aber ich denke schon, heutzutage ist Hijab-Tragen ein Dschihad geworden. Ich denke schon, dass man das sagen kann, wenn man vergleicht mit anderen Orten dieser Welt. Ich denke schon, dass das für viele wahr ist. Allah wird das auch belohnen. Es gibt eine wunderschöne Ayah in Surah Fussilat, in der es heißt, Surah Fussilat Vers 30, Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah. Wir alle gehören dazu. Unser Herr ist Allah. Er hat mich erschaffen. Er versorgt mich. Ich kehre zu ihm zurück. Er ernährt mich. Das ist ja alles im Rabb enthalten. Macht kein anderer für mich. Kein anderer hat mir das gegeben. Kein anderer ernährt mich. Kein anderer erhält mich. Rabbunallah, das ist mein Herr, unser Herr. Thumma istaqamu, und dann sind sie standhaft. Weil nur sagen ist das eine. Und dann darauf leben und standhaft bleiben, ist was ganz anderes. Allahu Akbar, das ist was ganz anderes. Und das ist nicht, manchmal nicht so einfach.
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Zu diesen Menschen, die sagen, unser Herr ist Allah, dann sind sie standhaft. Auf diese kommen, wer kommt auf diese herab? Al-Malaika. Die Engel kommen auf diese herab. Und was sagen die Engel zu diesen Menschen? Habt keine Angst und seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradies, das euch versprochen wurde. Solche Menschen kriegen so eine heftig große Belohnung. Begrenzte Bemühung, ewige Belohnung. Ist das irgendwie einander entsprechend? Wir haben uns ja nur ein paar Jahre bemüht, auch wenn es hart ist. Ja, aber wie lange bemühen wir uns? Kindheit könnt ihr abrechnen, Alter auch ein bisschen abrechnen. In der Mitte bemüht man sich ein bisschen, man muss schlafen, essen, das gehört auch noch abgezogen. Bisschen bemüht, bisschen ausgehalten und Allah gibt die frohe Botschaft vom Paradies, das ewig während ist. Keine Angst, keine Trauer mehr. Kein Khadija radiallahu an, die auch ein super Leben hatte, bevor sie, was heißt super, die hat auch in der vorislamischen Zeit auch schon Prüfungen erlebt, zweimal verwitwet, auch nicht einfach. Ja, ist nicht so, dass alle, die nicht islamisch sind, keine Prüfungen haben. Jeder ist hier, um geprüft zu werden. Das auch mal nebenbei. Jeder wird geprüft. Was für ein Segen, wenn man dann für Allah geprüft werden darf. Man wird ja eh geprüft. Alhamdulillah, wirst du wenigstens auf dieser... Ich sag euch etwas. Für den Gläubigen, und das ist nur für den Gläubigen so, für keinen anderen. Für den Gläubigen ist alles Khair. Für keinen anderen Menschen ist das so wahr, wie das für den Gläubigen wahr ist. Wenn ihn Schlechtes trifft, ist er geduldig. Das ist gut für ihn. Es gibt nichts Wertvolleres als Sabr. Sabr wird belohnt ohne Hisab. Das ist wie Fasten. Fasten ist ja eine Form von Sabr. Ohne Hisab. Allah hat uns nicht mal gesagt, wie viel wir dafür bekommen. So wertvoll ist Sabr. Und wenn ihn Gutes trifft, ist er dankbar dafür. Und Dankbarkeit ist die Essenz von Islam. Der Koran fängt mit Alhamdulillah an und im Paradies, Akhiru da'awahum, ihr letzte Aussage im Paradies wird sein, an Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anfang ist das A und Alpha und Omega, am Ende und Anfang und Ende, Dankbarkeit gegenüber Allah. Das sind die Basissachen. So oder so ist es gut für uns. Auch wenn es mal schwer ist, dann wieder einfach ist. Aber wenn wir richtig damit umgehen, aber nochmal, diese Kraft, um richtig damit umzugehen, die haben wir nicht von nichts tun. Die haben wir, wenn unsere Beziehung mit Allah, der uns die Standhaftigkeit gibt, mit Allah, der uns mit Licht erfüllt, mit Allah, der unseren Iman am Leben erhält, wenn diese Beziehung überhaupt da ist. Wenn diese Beziehung überhaupt da ist. Wenn diese Richtung überhaupt erst eingenommen wurde. Ist das die Richtung? Ist das dein Fokus im Leben? Geht es in deinem Leben um Allah? Oder geht es um andere? Ich will nicht sagen Gottheiten, ihr versteht, ich sage jetzt nicht Schirk, ne? Aber um andere Zentren der Aufmerksamkeit, sage ich mal. Um andere Zentren der Liebe und Furcht. Fürchtet man anderes mehr? Die Panik vor etwas anderem ist größer geworden im Alltag. Hat man mehr Panik vor A, B, C als vor Allah? Und im Alltag liebt man und bewundert man andere Sachen außer Allah doch noch mehr als eigentlich Allah. Ich rede nicht von Schirk, aber eigentlich ist das Richtung Schirk. Ja, klar, es ist nicht so der Schirk, ne, der typische. Aber subhanallah, das Herz ist nicht in einem Ganzen fest auf eine Sache fokussiert. Es ist gespalten. Stückchen dahin, Stückchen dahin. Und alles, was gespalten ist, ist schwach. Ja? Familie gespalten, schwach. Nation gespalten, schwach. Gemeinschaft gespalten, schwach. Herz gespalten, schwach. Und mit diesem schwachen Herzen willst du einen Tsunami überleben? Tsunami an Zweifel, Tsunami an Infragestellung von was Koran ist, ein Tsunami von Verurteilung, ein Tsunami an Verachtung, ein Tsunami an Neuauslegung, die nicht mehr zu erkennen ist, dass das irgendwas mit Koran zu tun hat. Tsunami über Tsunami, Allahu Akbar. Und wir gehen spazieren im Park. Imanmäßig, alles okay. Ich habe mal vor 5 Jahren Koran gelesen. Nee. Ja, also ich will keine Panik machen, aber ein bisschen Panik kann uns, glaube ich, nicht schaden. Ja, damit man sich ein bisschen wappnet. Ja, weil wenn nächsten Tag irgendwie so Unwetter ansteht, bin ich dankbar, wenn eine Schwester sagt, ne, geh morgen mit dicker Jacke raus, weil... Dann nehme ich sie nicht übel, weil Alhamdulillah, da konnte ich mich ein bisschen vorbereiten. Und es kommen noch einige Etappen, für die wir uns vorbereiten müssen. Und ich rede nicht von dieser Dunya. Ich rede nicht von dieser Dunya. Dunya ist Dunya. Und wie gesagt, wir müssen noch sterben. Wir müssen noch begraben werden. Wisst ihr über die Fragen im Grab schon Bescheid? Was wird da gefragt werden? Kurz und bündig, 3 Fragen. Wer ist dein Herr? Was ist dein Dien? Und was hast du über den Gesandten Sallallahu alaihi wasallam gesagt? Und Akhira ist sowas. Allah möge uns beistehen. Akhira ist der Ort der Wahrhaftigkeit. Da kann man nicht mehr so tun, als ob,
halb, halb, lauwarm, hätte gern, ging aber nicht. Dieses ganze Leben im Konjunktiv, das geht da nicht mehr. Das wird dort nicht mehr sein. Dort ist das, was du mitgebracht hast. Ganz simpel. Dort ist das, man lebt so, man stirbt so, wie man gelebt hat. Ibn Kathir sagt, man stirbt so, wie man gelebt hat und man wird wieder auferstehen, wie man gestorben ist. Du nimmst das mit, was du hier Stückchen für Stückchen, Woche zu Woche, Tag für Tag an kleinen Puzzlestückchen zusammengebaut hast. Wir haben ja alle Ziele, ne? Ich wäre gern das und das. Dann musst du jetzt damit anfangen, dich aufzubauen. Stückchen für Stückchen. Und der Prophet sagt, bei Allah sind die liebsten Taten die regelmäßigen, selbst wenn sie klein sind. Ist ja okay. Mach kleine Sachen. Jeden Tag 5 Minuten. Einmal die Woche halbe Stunde. Etwas mit Din, etwas mit Ilm, etwas mit Dhikr, etwas mit Allah, was nur mit dir und Allah zu tun hat, mit Khair zu tun hat, mit Gedenken zu tun hat, mit Akhira zu tun hat, was mal nicht mit dieser Dunya zu tun hat. Diese Dunya hat ihren Sättigungsgrad erreicht, sag ich, subhanallah. Satt, es trieft. Ja, mehr geht nicht mehr rein. Allahu Akbar. Sinnüberflutung, was, wie heißen diese Worte? Sinn, ne? Ihr wisst, was ich meine, dass die Kinder dieser Sensory, ja, Overdose. Reizüberflutung, genau das Wort wollte ich wissen. Ja, die Sinne und die Reize sind überflutet, ist genug, okay. Auszeit nehmen und ein bisschen was. Jeder bitte, noch heute, jeder nimmt sich vor, wo immer ihr wohnt. Ihr findet bitte ein paar Schwestern, die in eurer Nähe wohnen. Wenn ihr gar keinen habt, macht ihr alleine. Und nehmt euch vor, einmal die Woche etwas zu lernen, mehr Wicker zu machen, täglich eure Gebete mit Sunna anzureichern, morgen und abends Adhkar zu machen. Das ist bitte die Basic-Routine. Damit sind wir nur in der Liga der Basics. Das ist Muss. Wir reden jetzt nicht von denen wie Sahaba und so. Okay, das ist eine andere Liga. Das sind Basics. Und sagt mir nicht, ihr habt keine Zeit. Keiner sagt, oh, ich habe schon 3 Wochen nicht geduscht, ich hatte einfach keine Zeit. Doch, wir duschen jeden Tag, egal wie das Kind vor der Tür weint und schreit, Mama muss duschen. Ja, dafür nehmen wir uns ja auch Zeit. Das muss auch sein. Das sind Dinge, die müssen sein. Ich meine jetzt nicht, dass ihr eure Pflichten irgendwie vernachlässigen sollt. Ich meine damit, ihr sollt das ernst nehmen. Das ist wichtig. Wir müssen uns auf Akhira vorbereiten. Wir müssen uns dafür reinwaschen. Wir müssen uns für diese verschiedenen Etappen, die uns noch erwarten, Grab, Auferstehung. Die ist auch nicht einfach. Das ist ein Tag, der den Kindern graue Haare macht. Der Tag der Auferstehung ist kein leichter Tag. Ja, die Gläubigen kommen manche von ihnen unter den Schatten von Allahs Thron. Ja, manche werden von dieser Hitze der Sonne. Ja, aber es ist trotzdem ein schwerer Tag. Es ist ein schwerer Tag. Schwer lastet er in den Himmel und auf der Erde. Schwer. Das Gewicht bricht was alles andere ein. Der Tag der Auferstehung. Und glaubt mir, wenn wir viel an diesen Tag denken, und das haben die Sahaba gemacht. Die haben viel an diese Sorgen gedacht, diese großen Sorgen. Und deswegen waren dann die Sorgen dieser Dunya nicht mehr so ergreifend für sie. Und das waren Familienväter, die haben hart gearbeitet. Alles in Ordnung. Du bist ein pflichterfüllter, verantwortungsvoller Mensch. Aber dich zerfressen die Sorgen dieser Dunya nicht so, weil du andere größere Sorgen hast. Ist das nicht so? Wenn du eine andere große Sorge hast, dann hast du so ein müdes Lächeln nur für Kleinigkeiten. Ja, für was dein Kind zu einem Wutanfall treibt, du kannst nur drüber lächeln. Weil du weißt, du bist groß. Du weißt, das ist im Leben nicht so schlimm, wenn ein Spielzeug kaputt geht. Du weißt das jetzt. Wir werden dann auch wissen, dass hier war nur wie ein halber Tag. Nicht mal. Teil eines Tages, nicht mal ein halber Tag. Aber das wissen wir dann erst. Und die Gläubigen, die wissen das jetzt schon. Die wissen das jetzt schon. Auf diese, die standhaft sind, nachdem sie Allah als ihren Herrn erklärt haben, auf die kommen die Engel herab und sagen, keine Angst, keine keine Furcht und keine Trauer und geben ihnen die frohe Botschaft des Paradieses. Sättigt uns nicht die Botschaft des Paradieses. Ist das nicht etwas, was uns satt machen kann? Ist das nicht etwas, was Genüge ist? Warum sagen wir an so vielen, man sagt ja Ibrahim a.s., als er ins Feuer geworfen wurde, soll er gesagt haben, Hasbi Allah. Als Musa a.s., das muss ich aber nochmal nachprüfen, sagen wir mal, es wird überliefert, es hört sich schön an, nehmen wir es als eine Lehre, dass Musa a.s., bevor er ins Meer rein ist, als gespalten wurde, und das, stellt euch vor, das Meer liegt vor euch. Es ist ja noch nicht gespalten. Ihr wisst ja nicht, was passieren wird. Und du weißt aber, du musst da rein. Subhanallah. Ibrahim a.s., er sieht das Feuer. Er weiß ja noch nicht, dass es für ihn kühl sein wird. Und er muss ja da rein. Die Sahaba wussten ja nicht, dass es in Medina gut gehen würde. Die mussten erstmal einfach weg. Das sind nicht einfache Dinge. Wir sind nicht die, die am meisten geprüft werden. Alle Gläubigen wurden geprüft. Und einige echt härter als man selber.
Subhanallah. Manche vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, jeder hat seine harte Prüfung. Jeder Mensch wird geprüft. Und Musa al-Islam soll auch bei diesem Moment gesagt haben, Hasbi Allah, mein Genüge ist Allah. Und das ist eine Frage, die wir uns regelmäßig stellen sollten. Ist mein Genüge denn nicht Allah? Ist Allah denn nicht mein Genüge? Dass ich noch Hunger oder noch Wünsche oder noch, ich meine jetzt nicht natürliche menschliche Bedürfnisse, das meine ich jetzt nicht, ja? Aber Islam in Frage stellende, Islam vernachlässigende, in Widerspruch stehende Wünsche, Bedürfnisse, Gier etc. habe, die meinen Islam nicht mehr einen schönen Islam sein lassen. Die meinen Ihsan nicht einen schönen Ihsan sein lassen. Lass das doch weg. Befrei dich davon. Weg damit. Allah hat uns Tauba gegeben. Das Schönste überhaupt. Du kannst deine Lasten der Sünden wegwaschen. Leg es ab. Schlepp's nicht mit. Dinge, die unser Herz erschweren. Dinge, die jemand gesagt hat, die jemand uns angetan hat. Dinge, mit denen wir nicht zurechtkommen. Weg damit. Aber das schaffen wir nur, wenn wir etwas anderes haben, worauf wir uns stützen können. Weil wir sind ja schwach. Der Mensch schafft es ja nicht ohne Stütze. Und Allah hat sich uns beschrieben. Subhanallah. Ich bin Al-Wakil. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Ich bin ja da. Ihr wollt ja nicht. Hasbi Allah wa ni'mal Wakil. Mein Genüge ist Allah und ist der allerbeste Sachwalter. Der, dem man eine Angelegenheit übergibt, wenn man selber damit nicht mehr weiterkommt. Man geht so zum Anwalt. Das ist nicht dasselbe Wort eigentlich, aber heute im modernen Arabisch wird das auch für Anwalt benutzt. Al-Wakil. Ja, Anwalt im Sinne, ich komme nicht weiter, mach du. Du bist Profi, mach du das. Und ich mache mir dann keine Sorgen mehr, wenn er gut ist. Ja, Allah ist der Sachwalter, er übernimmt. Ihm kannst du vertrauen, auf ihn kannst du dich verlassen. Kannst du alles abgeben. All die Sorgen, Kindererziehung. Wer weint heute nicht über Kindererziehung? Ja, wir alle, ich auch inklusive. Manchmal weiß man nicht mehr weiter. Soll ich strenger, soll ich weicher, soll ich dies, soll ich das? Soll ich ganz zumachen, soll ich lieber sagen, ja, mach. Allahu Akbar. Allah macht. Allah macht. Wir machen Fehler, wir wissen nicht weiter, wir tun unser Bestes. Allah macht doch am Ende. Allah entscheidet. Allah gibt auch uns die richtigen Dinge ein, die wir zu tun haben. Allah macht das doch. Oder meint ihr, wir sind auf das Gebet gestoßen, weil wir so super intelligent waren? Subhanallah. Nein, gibt es klügere Köpfe auf dieser Welt, die höheren IQ haben. Allah hat sie nicht geleitet. Rechtleitung ist ein Geschenk von Allah. Und für Geschenke sollte man dankbar sein. Nicht? Für Geschenke sollte man dankbar sein. Und deswegen bitte, kein Mitleid mehr mit uns selber. Kein Mitleid mehr mit uns selber. Wir sind die Gesegneten. Solange wir Islam halten dürfen, solange wir Iman im Herzen tragen dürfen, sind wir die, die gesegnet sind. Bitte merkt euch diesen Satz. Wenn ihr nichts anderes mitnehmt von heute außer das, das reicht mir schon. Wir sind die Gesegneten. Kein Mitleid. Kein Rechnen von, oh, noch eine Prüfung. Oh, jetzt noch eine Prüfung. Was rechnet ihr denn da? Allahs Belohnung könnt ihr nicht rechnen. Dann sollen wir auch nicht die Prüfungen rechnen. Ja, dafür sind wir hier. Diese Dunja ist ein Ort der Prüfung. Wusste ich vorher schon. Nicht rechnen. Jetzt ist das noch gekommen, jetzt ist das noch gekommen. Nicht rechnen. Denn Allahs Belohnung kommt auch ohne Rechnen. Allahs Belohnung wird auch ohne Rechnung euch gegeben werden. Iman ist die größte Ni'ma. Es ist nichts wertvoller, nichts erstrebenswerter, nichts wichtiger und auch nichts essentieller. Also es ist nicht so, oh, Iman ist wirklich sehr wertvoll, aber ich kann auch gut ohne leben. Kannst du nicht. Hier vielleicht tust du so, als ob du lebst, die Seele stirbt aber leider ab. Die Seele lebt nicht, ohne Iman kann eine Seele nicht leben. Und spätestens, wenn du dann zu Allah, den Übergang zu Allah machst, wirst du sehen, es gibt kein Leben ohne Iman. Ohne Iman geht es nicht. Wertvollste, was wir haben, wichtigste, was wir haben, Iman. Wenn ich sage Iman, dann meine ich das ganze Paket. Allah, Din, Islam, Koran, Dhikr, ganze Paket bitte, mit Iman, habe ich damit ausgedrückt. Diese Ayat aus Surat Al-Qabut würde ich euch gerne vorlesen, weil wir über Prüfung gesprochen haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Qabut, die Spinne, die ersten paar Verse sind das, ich glaube 1 bis 10 oder sowas, 1 bis 13 glaube ich. Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Meinen die Menschen etwa, das finde ich auch so interessant, Allah sagt Menschen, nicht nur Muslime oder diejenigen, die gläubig sind. Da sitzen wir alle in einem Boot, der Mensch ist hier, um geprüft zu werden auch. Glauben die Menschen denn etwa, wobei natürlich, hier sind diejenigen gemeint, die gläubig sind, dass sie gelassen werden würden, Allah wird sie lassen, wenn sie sagen,
Wir sind gläubig, wir haben geglaubt, wir haben den Glauben angenommen und sie würden nicht geprüft werden? Glauben wir das? Das ist eine rhetorische Frage. Das dachtet ihr echt, das ist so? Dachtet ihr wirklich, ihr könntet den Iman behaupten und Allah würde euch nicht, wie durch das Sieb, ne? Wie man etwas siebt, um zu sehen, das Gute bleibt oben und das, was man nicht braucht, geht weg. Yuftanun, wisst ihr, was das Wort Yuftanun bedeutet? Fitna? Fatana, Gold oder Silber im Feuer erhitzen und dann die Unreinheit, diese, was nicht zum reinen Gold gehört, das wird raus erhitzt, rausgebrannt und das wertvolle Gold bleibt übrig. Das wahre Gold, das echte, reine Gold, das oder Silber bleibt übrig. Das ist Fitna. Das macht die Fitna mit uns. Und diese Ablenkungen, dieser Stress, diese Ungewissheiten, die sind auch Prüfung. Die sind auch Fitna. Dass da in dem Moment, wo du nicht mehr weiter weißt, wirst du dich an Allah wenden? Oder wendest du dich an 50 andere Adressen, bevor du sagst, jetzt gucke ich mal, mache ich mal ein bisschen Dua dafür. Das sind auch diese Prüfungen im Alltag. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Und gewiss, wir haben diejenigen, die vor ihnen waren, geprüft. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Denn gewiss, er wird gewiss und sicherlich erfahren, Allah, wer diejenigen sind, die wahr gesprochen haben, und er wird gewiss und sicherlich diejenigen erkennen, die Lügner sind. Das ist die Prüfung. Ist deine Aussage, ich glaube an Allah, ist die wirklich wahr? Bist du bereit, das, was deinen Iman im Widerspruch dazu steht, bist du gefasst dafür und bereit dafür, das zu verzichten, darauf zu verzichten, das zu lassen, davon loszulassen, wenn es dir etwas Wichtiges ist? Das sind die Prüfungen. Lügner sein oder wahrhaftiger sein? Auf welcher Seite steht man? Würden wir nicht geprüft werden? Wie geht man in eine Prüfung rein, ihr Lieben? Wie geht ihr in eine Prüfung rein? Wie sollte man in eine Prüfung reingehen? Gibt es ja immer die Schnuckis, die in eine Prüfung reingehen, ohne je ein Buch aufgemacht zu haben und sagen, ich mache das, ich brauche das nicht und kommen mit dem dementsprechenden Ergebnis raus. Und dann gibt es die, die sich lange davor schon dafür vorbereiten. Simpel. Allah benutzt ja dieses Vokabular, weil wir das so verstehen. Prüfung, gereinigt werden, erhitzt werden, Hitze spüren, danach besser und stärker rausgehen, als man vorher reingegangen ist. Warum benutzt Allah diese Bilder mit diesen Wörtern? Damit wir das verstehen, den Sinn dahinter erstehen. Aber der Esel weiß nicht, subhanallah, der Esel weiß nicht, warum er geschlagen wird. Der geht schneller, aber er weiß nicht, war das jetzt Strafe oder Motivation? Keine Ahnung. Das ist der Esel. Und der Gläubige, der weiß, dass deswegen kam die Prüfung. Ich soll das machen. Das ist die Bedeutung dahinter. Ich soll jetzt Sabr haben. Ich muss jetzt Iman stärken. Ich muss jetzt noch mehr an Allah festhalten. Er sieht die Bedeutung dahinter. Allah gibt ihm Basira. Basira ist die Sicht des Herzens. Basir ist die Sicht des Auges. Der Gläubige hat Basira. Aber ihr Lieben, Basira bekommt man nicht einfach über Nacht. Au illa masha'Allah. Allah leitet, wen er will. Aber Basira, Hikma. Eine Schwester hat mir letztens erzählt, so einen schönen Satz. Das Weisheit, und ich denke, für Wissen kann man das, denke ich, auch sagen. Weisheit ist etwas, das man nicht einfach so bekommt, sondern man muss viel lernen, viel Wissen, Erfahrung, Wissen. Alter ist ja auch etwas, was dabei hilft. Bis man irgendwann, diese Hikma ist dann so, wie der Saft von einer Frucht. Du siehst den raustropfen. Allahu Akbar. Manche Obstarten sind so saftig, du siehst das, boah, ich muss nur anfassen, da wird schon so viel Saft, so viel Süße da drin. Und das ist diese Hikma, diese Weisheit. Der Esel hat die nicht. Der Esel, der leer ist von Basira, von Licht, Nur, Allah kennt er nicht, sich selber kennt er auch nicht mehr. Jetzt fangen die mittlerweile an, sie haben irgendwann Allah verleugnet, jetzt fangen sie an, das eigene Geschlecht zu verleugnen. Subhanallah, das ist alles eine Kettenreaktion, glaubt mir. Wenn du deinen Schöpfer leugnest, irgendwann wirst du selber nicht mehr wissen, was bin ich denn dann? Bin ich Mann oder Frau? Manchmal fühle ich mich als Mann, manchmal als Frau. Subhanallah. Ich glaube, das hat einen Zusammenhang. Könnt ihr andere Meinung haben? Ich sehe da einen Zusammenhang. Wenn du Allah verleugnest, wenn du dich von ihm abwendest, Allah macht dich blind für dein eigenes Khair, für dein eigenes Gut. Warum werden die, die Sünder sind oder Schlechtes tun, warum werden die als solche beschrieben, die sich selber Unrecht antun? Nicht anderen. Die tun sich selber Unrecht an. Wenn wir diesen Dien nicht pflegen, wenn wir diesen Beziehung, dieses Halten an Allahs Seil, und Allahs Seil ist der Koran, ja? Der Din, Islam, Koran, alles ist da drin. Wenn wir an Koran, an Kalamullah nicht festhalten, wenn wir das nicht pflegen, wenn wir dafür nicht dankbar sind, wenn wir das nicht so behandeln, als ob es das Wertvollste in unserem Leben wäre, Allah bewahre uns, möge Allah es uns nicht wegnehmen. Möge Allah es uns nicht wegnehmen. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch mehr geben. Ja, da kann man in Klammern ergänzen, und wenn ihr undankbar seid,
kann es euch auch weggenommen werden. Das ist jetzt nicht Koran. Ja, aber die Ulama leiten das daraus ab, dass ja, wenn ihr undankbar Kufran und Ni'ma macht, und die größte Ni'ma, die wir alle haben, ist der Koran. Ist der Koran, ist der Islam. In diesem selben Ayat von Surat al-Ankabut heißt es dann weiter unten: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Und wer sich abmüht, sich voll und ganz einsetzt, جَاهَدَ, bis man nicht mehr kann, ja, جَاهَدَ, wirklich sich abmühen, ohne, ja, weiter geht nicht, so gewiss, er müht sich nur für sich selber ab. Allahu Akbar. Nur für sich selber. Nur für sich selber, gewiss, Allah ist unbedürftig über alle Weltenbewohner. Allah braucht das nicht von uns, aber er belohnt es. Er liebt das. Er möchte, dass wir uns. Allah möge uns leiten. Möge Allah uns auf diesem rechten Weg halten. Manchmal ist der Iman-Level sehr niedrig. Manchmal ist der Iman-Level hoch. Wie ist wie normal körperliche Energie? Wenn man voller Energie ist, da fängt man an, zu Hause Möbel umzustellen und richtig, ja, hat man Kraft, Energie, alles gelingt einem oder eher gelingt es einem. Wenn die Kraft nicht da ist, dann fällt dir der Gang von Küche zu Wohnzimmer schwer. Ist das nicht so? Du sagst, oh Gott, ich muss ein Glas Wasser, wer holt mir, wer holt mir? Weil du kannst nicht vom Sofa aufstehen, weil deine Energie so low ist, so wenig ist. Ja? So geht es auch unserem Iman. Er fällt und er steigt. Er fällt, er wird niedrig und er steigt aber auch. Aber er steigt nicht einfach so. Er steigt nicht einfach so. Er steigt mit Tafakkur, mit Ilm lernen, mit Dhikr, mit Dua, mit Bindung, Rückkehr zu Allah, mit Tauba, mit den guten Taten, die Allah uns aufgetragen hat. Ich möchte noch eine Sache mit euch teilen, inshallah, und dann komme ich zum Ende und wir können uns dann ein bisschen unterhalten. Also nicht alle auf einmal, aber ein bisschen könnt ihr Fragen stellen und sowas. Das ist mir sehr, ich finde das sehr, sehr schön. Das ist so eine kleine, ich habe es nur auf Englisch leider jetzt hier, Arabisch-Englisch, aber das ist sehr, sehr schön. Und zwar hat da jemand zusammengetragen über, wie sind die Leute, wie sollten die Leute sein, die, deren Charakter, deren Wesen auf dem Koran gegründet ist. So ein bisschen wie Husnul Khuluq, die Leute, die schon mitgemacht haben, ein bisschen so, aber zusammengefasster, komprimierter. Ja, weil das ist ja das Ziel. So wollen wir ja werden. Ja, und das möchte ich gerne noch mit euch teilen. Und das ist eigentlich dann auch diese Istiqama, die wir gerne uns erwerben möchten. Diese Istiqama, die äußert sich wie? So werden. So wird man ein Istiqama, ein starker Baum, ein fester Baum, der Stürme aushalten kann, der im Sturm noch süße Früchte geben kann. So wird man ein guter Baum. Ja, wenn man den Charakter, den Iman, wenn wir den Koran als unsere Haupternährungsstelle nehmen. Ja? Den Koran als unser Hauptrückzugsort annehmen. Den Koran und die Zeit mit dem Koran als unsere Hauptenergiequelle nehmen. Ja? Unsere Hauptenergiequelle ist wo? Koran. Allahs Worte. Nichts rechts, links, dies, das. Und glaubt mir, diese ganzen Nebenerscheinungen, ne? Wir alle haben die. Einer hat schwierige Familie, der andere hat Probleme mit einer Schwester, der dritte hat echt Krankheiten, Miskin, gibt viele Schwestern, Allah möge allen Heilung und Schifa geben. Manche sind so arm, Miskin, die sind wirklich, ne, die zählen jeden Penny, manche dies, manche das. Das sind alles Nebenschauplätze. Die Lösung ist woanders. Die Lösung ist woanders. Manchmal lernt man eine Person kennen und du sagst, boah, hat die viele Prüfungen gehabt. Kennt ihr so Leute, die 3, 4 Kinder verloren haben, Krieg, über Nacht fliehen mussten und die sind am Lächeln, die sind traurig, sind auch Menschen, die haben auch geweint, die haben auch ihre Tränen vergossen, aber es hat sie nicht zerrissen. Es hat sie nicht depressiv gemacht. Die haben noch Hoffnung. Und man fragt sich so, oh, subhanallah, wie? Wie? Und das ist die Antwort. Die und Koran. Die und Din sind so. Und deswegen denkt nicht, ich muss dieses Problem lösen, dann geht es mir besser. Das ist falsche Richtung gedacht. Du musst zum Koran, dann wird das Problem einfacher. So rum müsst ihr denken. Koran. Und wenn ich Koran sage, obvious, ja, nicht, klar, ich meine nicht nur Koran, jetzt lesen, 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 sondern Dhikr, Tafakkur, lernen, Ilm lernen, Din lernen. Aber von allen Ulum ist auch innerhalb den Ulum und den Wissenschaften ist Koran am allerhöchsten. Nicht vergessen. Deswegen bitte, wenn wir uns irgendwann nochmal begegnen sollten, bis dahin habt ihr alle eine Sitzung, einen Kurs, eine Schwesterngruppe, ein irgendetwas Regelmäßiges gefunden, auch wenn es 5 Minuten pro Woche sind. 15 Minuten pro Woche sind, für viele ist ein bisschen übertrieben, 15 Minuten pro Woche sind, wo ihr etwas macht, das euer nächstes Jahr besser ist als euer vergangenes Jahr. Es kann doch nicht sein, dass man abnimmt, anstatt zuzunehmen. Soll das euer Leben sein? Wollt ihr irgendwann zu Allah zurückkehren und es ging eigentlich nur bergab, imanmäßig? Ist das unser Leben?
Oder wollt ihr zu denen, die zwar kleine Schritte wie eine Schnecke, okay, aber es ging bergauf. Es ging bergauf. Dein Morgen soll besser sein als dein Gestern. Das nehmen wir uns vor. Dein Übermorgen soll noch näher an Allah als dein Vorgestern. Da ist die Richtung, da geht's lang. Und nebenbei diese Streitereien und Stress und Krankheit, das ist nebenbei. Das ist nicht der Hauptschauplatz. Hier ist die Hauptbemühung. Und dann übernimmt Allah deine Probleme. Dann macht Allah Erleichterung. Das macht Allah. Dafür hat er dir, du sollst das ja gar nicht machen. Allah ist doch der Versorger. Du bist nicht Razik. Du bist nicht der Heilt. Das ist gar nicht dein Job. Du bist nicht der, der rechtschaffene Kinder gibt. Das war nicht dein Job. Allah gibt das. Du arbeitest im falschen Bereich. Dein Job war Allah dienen. Du machst 20 andere Jobs, bist am Ende mit deinen Kräften und wunderst dich, warum gar nichts klappt. Ja, weil du den falschen Job gemacht hast. Und ich bin jetzt die Letzte, die sagt, nicht eure Verantwortungen wahrnehmen. Jeder von euch hat Verantwortung. Wir nehmen die wahr, wir erfüllen die. Aufs Beste und auf das, mit Ihsan. Auf jeden Fall. Ihr wisst, was ich, ja, ihr kennt mich lang genug, dass ihr wisst, was ich damit meine. Wie sind die Leute des Korans? Ist nicht mehr lang, ihr Lieben. Ich weiß, ihr könnt nicht mehr so lang sitzen. Ah, subhanallah. Wenn er den Koran studiert, dann mit einem Verständnis und mit voller Anwesenheit seines Herzens. Ich werde jetzt nicht, das dauert dann zu lang. Er belegt alles mit einer Eier aus dem Koran. Ja? Also er sagt, guck mal, das steht im Koran, das heißt, wir müssen eigentlich so sein. Ja, aber das belege ich jetzt nicht, weil das dauert dann zu lang. Ja, das ist jetzt kurz und bündig. Wir sind Menschen, sollten Menschen sein, dass wenn wir Koran lesen, klar, es gibt die tägliche Tilawa, die müssen wir auch alle machen, aber eben auch die Zeit, wo wir Koran lesen, mit Anwesenheit des Herzens. Und ich glaube, das ist heute besonders schwer geworden. Ja? Weil das Handy ist da und man ist auch, ne, alle Aufgaben lasten auf eigenen Schultern, dies, das. Aber das muss sein. Die Zeit mit dir und Koran. Seine Absicht, wenn er Koran liest und das versteht, sein Herz anwesend ist, seine Absicht ist immer, dass er das auch umsetzen will. Das ist ganz wichtig. Ja, es kann nicht sein, es darf nicht sein, dass man Berge an Wissen hat und einen Kieselstein an Umsetzung. Das dürfte nicht sein. Das ist gefährlich. Wenn du Wissen hast, dann musst du das auch umsetzen. Versuchen umzusetzen. Und das ist, gerade was Charakter angeht, ich glaube, wir alle wissen, was ich meine, gerade was den Charakter angeht, ist das so schwer. Umso mehr Rückkehr zu Allah. Wenn was schwer ist, dann frag Allah umso mehr. Und er wird dir helfen. Umso mehr. Was nützt denn rumweinen? Nützt ja jetzt auch nicht. Ja, und Analyse. Sondern noch mehr Allah bitten, dass, ja Rab, ich möchte das. Und immer die Absicht, das auch umzusetzen. Seine Absicht ist niemals, wann lese ich diese Sura endlich zu Ende. Hier, die Talima-Schwester. Ja, das ist nicht unsere Absicht. Ne? Wann ist das zu Ende? Wann ist das zu Ende? Klar, man will wissen, wann dein Kurs zu Ende ist, kann ich verstehen. Ja, aber die Absicht sollte nicht sein, so Hauptsache zu Ende, damit man so ein Gefühl hat von abgehakt. Nein, die Sahabe haben nicht so Koran gelesen. Ja, die sind jede Aya wie ein Tropfen aufgesogen, bis sie ein duftender Schwamm waren, subhanallah. Dann der Gläubige, der Koranmensch, nenne ich den jetzt mal, ja? Der Koranmensch ist der, der sich immer fragt, wann werde ich von den Gottesfürchtigen sein? Warum? Weil Allah erwähnt, ich kann die Zahlen nicht mehr, über zig Lösungen, Erleichterungen, Auswege und Rechtleitung im Zusammenhang mit Muttaqin. Wer Allah fürchtet, wer für Allah Taqwa hat, Allah wird ihm einen Ausweg schaffen. Wer für Allah Taqwa hat, Allah wird ihm Wissen geben. Wer Allah Taqwa hat, also Gottes Furcht hat, sich hütet vor Allahs Zorn, Allah wird ihn rechtleiten. Wer für Allah Taqwa hat, Allah wird dies, Allah wird das. Wenn wir alle Ayat zusammenfassen würden, wo der Nutzen von Taqwa beschrieben wird, Allahu Akbar. Wenn ihr keine andere Eigenschaft habt, nur Taqwa. Und Taqwa bedeutet eigentlich was? Sich hüten. Vor was? Vor Allahs Zorn. Wie hütest du dich vor Allahs Zorn? Indem du die Sünden vermeidest. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, es gibt ja auch so diese Trend manchmal, ja, immer alles haram und dies und das. Was haram ist, ist haram. Ich habe den Dien nicht erfunden. Wenn was haram ist, dann ist es haram. Und nur weil es überall jetzt mittlerweile gesellschaftsfähig geworden ist, heißt es nicht, dass es weniger haram geworden ist. Da müssen wir auch ein bisschen stark sein. Ja, nur weil alle X und Y sagen, Allah hat den besten Dien geschenkt. Er weiß schon, was für uns schädlich ist und was nicht. Daran festhalten. Wann werde ich von den Gottesfürchtigen sein? Er fragt sich immer die Frage. Und er versucht das, wann werde ich von den Muhsinin sein? Ist das eine Frage? Jeder fragt sich selber, wann habe ich mich das letzte Mal gefragt? Weil wir sind ja alle immer so in unserer Kuschelecke, die seelische Kuschelecke, ne, wo alles gut ist. Ja, wir wollen uns nicht zu viel Sorgen machen, wir wollen nicht zu viel Panik haben. Und manche übertreiben auch wirklich damit. Die sind immer panisch, immer negativ, immer, ne, so ein bisschen aufgelöst. Das ist auch übertrieben. Ist ja okay. Ja, aber
auch sich ab und zu wertvolle Fragen stellen. Wohin geht meine Reise? Bin ich schon irgendwo, wo ich gerne sein würde? Was fehlt mir dazu noch? Welche Bausteine, Zutaten brauche ich, um das zu erreichen? Ihsan, Allah so dienen, als ob du ihn siehst. Und wenn du ihn nicht siehst, so weißt du, er sieht dich doch. Dienen wir Allah so, als ob wir ihn sehen würden. Wann werde ich von den Muslimin sein? Wann werde ich von denen sein, die sich voll und ganz auf Allah verlassen? Verlassen wir uns auf Allah? So viele Gespräche führen wir wegen Kindererziehung, wegen Ernährung. Was sind so die Modethemen? Überleg mal. Ernährung, Kindererziehung, Kleidung, was noch? Arbeit, dieser Job. Dann was noch? Wohnungsmarkt, beliebtes Thema. Überleg mal, in wie oft erwähnen wir in solchen Gesprächen, Allah macht schon. Und meinen es auch so. Gerade wir hetzen, die moderne Frau vor allem, ich nehme das so wahr, die moderne Frau ist ein so gehetztes Wesen geworden, subhanallah, weil sie alles in ihrer Hand haben muss, sie muss auch abliefern, sie muss an so vielen Fronten, muss sie perfekt funktionieren, ja, auf so vielen Ebenen muss sie perfekt funktionieren, weil ihr so viel Verantwortung gegeben oder sie manchmal auch selber nimmt, je nachdem. Das geht nicht, wir brechen drunter zusammen, wir sind nicht dafür gemacht. Wie weit verlassen wir uns in diesen Angelegenheiten wirklich mal auf Allah? Wirklich mal auf Allah. Ich sage euch etwas, wo ihr, ich weiß, ganz viele werden sagen so, ah, komm, so weit muss man jetzt auch nicht gehen. Ich sage euch etwas. Zum Beispiel, wenn eine Mutter sagt, so, ich mache jetzt aus meinem Kind ein Hafiz, ich nehme den aus der Schule raus und was seine Bildung später angeht, Allah wird schon machen. Ich sage nicht, dass man das 100% genauso machen muss. Die Eltern sind auch für Bildung verantwortlich. Sicher, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wenn jetzt eine Mutter sagt, das ist okay, diese Bildung, die Allah nicht einmal in 13 Jahren erwähnt, das ist für mich auch nicht so jetzt die wertvollste Tablettbildung. Und deswegen, wenn ich jetzt nur Wahl habe zwischen Hifz machen und diese gottlose Bildung, dann mache ich aus ihm Hafiz und Allah wird schon machen. Ich habe Verständnis dafür. Ich finde das gut, wenn eine Schwester so redet. Mashallah. Wenn ich sie schon nicht nachmachen kann, dann will ich sie schon nicht kaputt reden. Aber ich weiß, dass viele von uns sagen, komm jetzt. Ja? Er kann ja nebenbei Koran lernen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Warum nebenbei Koran? Warum Koran immer nebenbei? Und ich sage jetzt nicht nochmal, das ist kein, ist mir schon klar, wir brauchen gebildete Leute, wir brauchen später Ärzte, ist ja gut, alles okay. Aber wir brauchen schon noch auch ein paar Leute, die Koran auswendig können, brauchen wir auch. Und wir brauchen Leute, die ihren Iman retten und nicht Islam in Frage stellen, weil das Einzige ist, was sie ganze Leben gehört haben. Brauchen wir auch oder nicht? Oder ist es das, was wir uns leisten können? Das ist in Ordnung. Also diese Wertigkeit, ja, ihr versteht, was ich damit meine, dieses völlige Verlassen auf Allah, wissen, dass wenn für mein Kind Reichtum geschrieben ist, wird Allah ihm das schon zukommen lassen. Ja, meine Verantwortung ist, seinen Iman zu retten. Das ist meine Verantwortung als Mutter und nicht alles andere. Nochmal, ich sage nicht, das ist perfekt, genau so zu machen, alle müssen das so machen. Sage ich nicht, jede Familie ist anders, jedes Kind ist auch anders, ist auch nicht jeder für Hifz geschaffen. Ich weiß das. Ich weiß das ganz genau. Und es gibt nicht die Lösung für 50 verschiedene Familien. 50 Familien, 50 Lösungen. Aber bitte, im Miteinander, wenn wir uns unterhalten, sollten wir unser Tawakkul fördern und nicht unser Schack. Ja? Da sollten wir unser Tawakkul fördern und nicht unsere Zweifel an Allahs Fähigkeiten. Wenn wir uns schon miteinander unterhalten. Versteht ihr meinen Point? Ja, ich meine überhaupt nicht, dass man jetzt irgendwo sich einmischen soll. Jede Familie soll machen, wie sie will. Alles in Ordnung. Aber bitte, wenn ihr jemanden ratet, ratet jemanden so, dass Allah da ist. Und nicht so raten, als ob es Allah nicht gibt. Bitteschön. Dann lieber schweigen. Gib keinen Ratschlag. Wenn du nicht raten kannst, sei still. Wann werden wir uns auf Allah verlassen? Wann werden wir von den Khashi'in gehören? Von den demütig Allah fürchtenden? Wann werde ich von den Wahrhaftigen sein? Wann werde ich von denen sein, die Allah und die Sünden, die Allah erzürnen, wirklich fürchten? Wann werde ich von denen sein, die Hoffnung auf Allah haben? Das ist ja auch ein großes Thema. Hoffnung auf Allah. Ja, es geht einem schlecht oder Befeindung oder was weiß ich. Ja, man ist nicht gerade auf der Beliebtheitsskala der Gesellschaft ganz oben, wenn man jetzt Islam stark praktiziert. Kann ja sein. Aber Allah ist doch da. Allah belohnt doch. Allah kann die Lösung schaffen. Allah ist der, der die Auswege schafft. Wann wird man von denen sein? Die Sahaba der ersten Stunde, subhanallah, dieser Waraka, ja, der sagt, du wirst vertrieben werden. So hat das schon angefangen. So fängt Islam an. Allahu Akbar. Khadija radiallahu anha, eine reiche Frau, die als in dem Moment, wo ihr Mann Prophet wird, geht es nur schwer, schwer, schwerer, oder? Was war ihr Leben? Bis dass dieser Boykott, der hat sie so krank gemacht, dass sie sogar, man sagt an den Folgen davon, gestorben ist. Abgemagert, krank, alte Frau. Was hat die denn Gutes im Islam, astaghfirullah, ja, weltlich gesehen? Was hat die denn, Armut hat sie erlebt. Entwürdigung, Vertreibung, vom eigenen Stamm vertrieben zu werden. So erniedrigend. Hunger,
Die haben Kinder verhungern sehen während diesem Boykott. In der Sira werden wir noch lernen, inshallah. Es gab eine Zeit, wo die ganzen Araber die Haschimiten boykottiert haben, weil sie Mohammed s.a.w. nicht preisgegeben haben. Ja, die haben gesagt, nee, wir schützen den, der ist einer von uns. Und die ganzen Muslime und der Stamm dazu wurde boykottiert. Kein Handel, keine Eheentschließung, kein sozialer Boykott. Und die haben abgeschieden in einer Ecke von der Stadt gelebt. In den Bergen quasi. Hunger, Blätter, die mussten Blätter essen. Allahu Akbar. Die haben sich nicht bemitleidet dabei. Khabab bin al-Arad kam einmal. Das war der Sahabi, sein Rücken wurde so gepeitscht und bis ganz schlimm. Und gedemütigt und gefoltert, bis die Narben später, Omar hat die Narben später noch gesehen und geweint, wenn er die Narben sah. Später, Jahre später. Und dieser Khabab kam einmal in der frühen Zeit, mekkanischen Zeit, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja, Rasulullah, willst du nicht Dua machen? Wir leiden so sehr. Wir werden gefoltert. Wir sterben. Von uns wurden Leute getötet schon. Für Islam. Ja, der Vater von Ammar bin Yasir, Sumayya, die Mutter von Ammar bin Yasir. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte nichts für die tun. Es gab keine Macht. Ohnmacht. Er ging vorbei, Familie von Yasir, abshiru bil Jannah. Vernehmt die frohe Botschaft vom Paradies. Und das war genug. Das hat die satt gemacht. Die haben nicht gesagt, ja, und was ist mit unserer Dunya? Was ist mit unserem Haus? Kannst du uns irgendwo ein Eigentumshaus noch besorgen? Das haben die nicht hinterhergeschrien. Jannah, genug. Das reicht. Die Frau hat sich foltern lassen. Die ist mit Iman gestorben. Der Vater hat sich töten lassen, mit Iman gestorben. Das war die erste Zeit. Die hatten es auch schwer. Dieser Khabab kommt zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja, willst du nicht Dua machen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war angelehnt, hat sich aufgesetzt und gesagt, gewiss, vor euch gab es Leute, die lebendigen Leibes in die Erde eingegraben wurden und mit, für Zeit, jetzt junge Kinder sind auch da, und deren Köpfe in zwei Teile gesägt wurden und das hat sie nicht dazu gebracht, von Iman abzulassen. Und gewiss, diese Sache wird vollendet werden. Allah wird helfen. Wir wissen ganz am Ende, wir sind Akhirussaman, kann man schon behaupten, am Ende wird Isa a.s. siegen. Wir wissen, wir sind auf der Gewinnerseite. Ja, davor geht es mal runter, mal drüber, dies, das. Aber am Ende werden die Rechtschaffenen siegen. Wir wissen das. Wir wissen das jetzt schon, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Dass in Jannah es nur noch, man wird einmal in die Gnaden des Paradieses getaucht werden und wird gefragt werden, hast du je Schlechtes gesehen? Man wird sagen, bei Allah, ich habe nie Schlechtes gesehen. Und einer, der hier alles hatte und voll gegessen und die Prall kommt da an, kein Glaube, nichts, wird einmal in die Qual des Höllenfeuers getaucht und wird gefragt werden, hast du je Gutes gesehen? Er sagt, bei Allah, ich habe noch nie Gutes gesehen. Das ist die Wahrheit von Akhira. Istiqama, Imanpflege, festhalten mit aller Kraft, dafür müsst ihr anderes loslassen, Unwichtiges gehen lassen, ballastlos werden. Vornehmen, regelmäßig, auch wenn es kleine Taten sind. Und dafür diese Duas, die ich euch gebe, die bitte jeden Tag machen. Jeden Tag. Wer das sagt, an dem Tag still, geht ins Paradies ein. Mit Glaube, mit Iman sagen. Und ab jetzt vornehmen. Die nächsten Monate werden besser als die vergangenen Monate. Wie auch immer. Jeder hat andere Umstände. Jeder kann weniger, mal mehr, mal das. Macht. Jeder ist simpel. Koran ist da. Lesen, überlegen, auswendig lernen. Macht. Ist es nicht so schwer. Ist kein Geheimnis. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وليس أعلى شان من حملة القرآن